Hallo, meine lieben Freunde, und willkommen zu einer weiteren Folge von Factorio City Blog. Ja, wir haben ja heute Silvester, deswegen böller ich auch gleich mal wieder. Ihr wusstet das ja auch. Ich hoffe, die Munition reicht, die ich hier habe. Ich habe hier etwas mehr als 2000 Schuss Artilleriemunition. Und als Reserve habe ich noch, wie würde ich sagen, an die 9000 Schuss gepanzerte Munition. Müsste eigentlich ausreichen, aber ich hoffe mal eher, dass die Mauern das alles noch aushalten. Das ist ja auch der Knackpunkt, ne? Die Mauern. Wollen wir bauen und ja, und dann drehen wir mal um. Dann geht's hier wieder mit Artilleriespaß los. Wird, denke ich mal, nicht reichen, um die letzten Nester hier wegzuballern, weil, ja, machen ja nicht groß, sehr großen Schaden, jeder Schuss. Das macht ja nur die Masse. Ach ja, wie das? Du wolltest ja ein Radar hier haben, ne? Ja, gerne. Das steht. Nice. Natürlich, richtige Artillerie ist natürlich noch deutlich stärker, ne? Da hat sich schon wieder ein neues Nest gebildet. So, jetzt drehen sich die Geschütze wieder. Okay. Was? Das ist okay. Meine Crafting-Liste reicht aus meinem Bildschirm raus. Dank den lieben Zahnrädern, die da massig produziert worden sind, oder was? Eigenkonstruktion. Also. Nichts mit Zahnrädern tatsächlich. Oh nein, ich befürchte Schlimmes. Nee, doch nicht. Warum? Siehst du ganz links das ganz große Nest, was ich aufgedeckt habe? Was? Ja, was meinst du, wie lustig, dass wir sie da drauf schießen? Es ist eine Action. Es ist in Reichweite. Das hat noch nicht gereicht, das hat gereicht.
und es wird alles einfach nur zerstört hier. Ja, große Nester sind die Artilleriemunition halt effektiv, weil sie ja Flächenschaden machen. Es ist wieder dunkel. Ich merk's. Ich hoffe, du hast genug Munition da. Das sehe ich gleich. Stromausfall. Noch ist alles safe. Jetzt schießt die Artillerie auch nicht. Doch, die schießt immer noch. Die hat ja noch Munition drin. Es ändert sich nichts. Es geht normal weiter, nur dass die sich gerade um gut 90 Grad gedreht haben, die Geschütze. Wart ihr beim großen Nest? Nein, noch nicht. Aber mein Vorposten hat keine Munition mehr. Du solltest diese Feuerparty vielleicht unterbrechen, bis wir die Stromversorgung sind. Strom kommt ja gerade wieder. Das hat aber meinen Vorposten nicht gerettet. Vorposten wurde überrannt. Komplett Totalschaden oder? Nö, alles noch gut. Reparatur ist schon dabei. Wird gerade repariert. Anscheinend haben die ein bisschen mehr kaputt gemacht. Jetzt schießen sie auf ein anderes großes Nest. Jetzt schießen sie in verschiedenen Richtungen und das gefällt mir nicht. Muss bei weitem noch nicht zu Ende hier. Dieser Vorposten ist ja extra, damit sie den wegknabbern können. Keine Mauern mehr. Jetzt schießen sie auf zwei große Nester. Gleichzeitig.
Ein großes Nest haben sie gleich schon zerschossen. Oh, da sammelt sich ja ganz schön... Alter! Da kommen zwei große Truppen, sammeln sich da. Ich habe, glaube ich, so das Gefühl, dass das Nest gleich überrannt wird, weil sich die dritte Gruppe da gerade sammelt. Es kommen drei dicke Wellen. Zumindest von Westen. Und aus dem Süden kommt wahrscheinlich auch noch eine dicke Welle. Ich bin selber beinahe draufgegangen hier. Oh, die erste dicke Welle. Das ist die erste dicke Welle. Da kommen noch ein paar Wellen von. Nächste Welle kommt. Aber Artillerie hat aufgehört zu schießen. Alter! Durchgebrochen! Mach mal, wenn du gestorben bist. Die haben keinen Strom mehr! Ach nee, es ist dunkel! Bitte, Strom, komm wieder! Guck dir mal den Mist bei mir an! Mir reicht es nicht 100 zu 100 Warnung, wie ich das sehe. 240, 260, 260, 80, 300! Ich hab das Ganze nicht mit dem Bombardier, Strom unter Kontrolle. Alter, guck dir mal an, was hier noch alles ist! Krank, ich kann nicht mehr sagen, ne? Aber das Tor kannst du eine Tonne kloppen. Ich würde abhauen. Hey Martin, das ist ja nicht so, als hätte ich ein Vorteil. Ich komm hier nicht weg! Ja. Ich komm hier nicht weg und bin tot. Das werden die jetzt krass machen. Habt ihr gesagt, wir müssen erst unseren Strom unter Kontrolle kriegen? Ja, selbst nachts hätten wir da trotzdem noch die Probleme. Deswegen sagte ich Strom unter Kontrolle kriegen. Okay, das Radar ist weg. Bedeutet Öl aufbauen und Akkumulatoren setzen. Ja, aber wir können das nicht machen, da die Nester alle schon in Reichweite da unten sind. Von Umweltverschmutzung, das ist das Problem. Weniger Dreck. Wie sollen wir das denn machen? Lass dir mal einfallen. Ja. Ey, die nehmen die ganze Base jetzt auseinander, ne? Ich glaube, da bleibt nichts übrig. Das werden die komplett zerlegen. Und ich hoffe für dich nicht, dass du die Strommasten verfolgen. Machen die nicht. Wir werden da höchstwahrscheinlich ein Nest aufbauen.
Ja, was soll ich dazu sagen, ne? Wir haben es dir gesagt. Aufbauarbeiten. Shit happens. Ich gehe hin und versuche so wenigstens schon mal Schadensbegrenzung zu machen. Es gibt eine einfache Problemlösung dafür, ne? Was denn? Strom. Extern Strom für die Forts. Ja, eigenen, ne? Ja, weil wir sind weiter drunter, als was wir brauchen. Und es wird hell und die Solarfelder laufen alle. Strom angewiesene Felder, ne? Okay, die gehen unterwegs und zerstören unterwegs die Stromzufuhr. Hast du irgendwas abgeklemmt, Martin? Eigentlich nicht. Wieso? Weil wir plötzlich mehr oder weniger Bedarfsdeckung beim Strom haben. Müsste irgendwas vollgelaufen sein. Vielleicht ist die Schallschmelze jetzt angehalten. Die ist vollgelaufen fast, ja. Ja, aber wir sind weit drunter noch. Guck mal, das ist noch gelb. Fuck! Zu Erz! Ja, aber nur noch 30. Wir waren vorhin. Guckt mal an der Erzquelle! Oh nein, jetzt hat. Ich bin schon da! Ich bin schon da! Ich bin schon da! Frankie hat's geschafft. Ja, dann gucken wir mal, ob der es auch schafft, die Erzquelle zu retten. Nein. Oh nee. Ich glaube es nicht. Bei dem, was da am Blauen läuft. Spucken doch schon ins Erzfeld und da frisst sich gerade eine Riesenhorde und die Stadt und die Nachziehung. Bist du wohl tot? Ja, oh nein, die sind weitergekommen. Ja gut, die Erzquelle ist auch sicher. Die Schlimmen sind tot. Die Schlimmen sind tot? Ja, die werden jetzt die Geschütze weiter zerstören und dann den Rest. Ach, du bist gestorben, komm schon wieder. Ja! Die Viecher rächen sich ja direkt, wa? Ja gut, das Tor gibt's auf jeden Fall nicht mehr, da zerstören die gerade die restliche Mauer. Das haben wir so schnell weggeknuspert, ey. Ja, da waren noch ein paar Geschütze, okay. Ja, so ein paar Viecher knabbern da noch so, Spaß und Tollerei. Ja. Wären alle Geschütze munitioniert gewesen, wäre das ja auch nicht halb so schlimm gewesen. Wer hat unten das Fort, also wer hat da das Fort gebaut? Da links habe ich das gebaut. Hm? Aber die Mauer da mit den Geschützen, wie das warst du? Weiß nicht, Martin hatte sie einmal komplett mit Munition bestückt. Nein. Doch. Nein. Als sie aufgestellt war, war sie einmal komplett bestückt. Ich habe einmal Munition reingepackt, nur. Nein, sie war einmal komplett bestückt, sie war aber nicht bereit für Massenansturm. Das war einfach nur eine kleine Def. Hat ja gereicht. Die da unten nicht gedacht. Nee, die knabbern gerade schön unsere Feld an. Ja, das kleine Feld wird gerade ein bisschen angeknabbert, aber da passiert aber nichts groß. Das kann ich gleich neu setzen. Oh, jetzt, ja. Wieder Ressourcenverschwendung vom Feinsten. Verschwendung? Weiß ich auch nicht.
So, jetzt hätte ich mit der Störung hier. Also wenn ich mir 33 Fabriken, ne, Munition herstelle und ich brauche pro Munition 20 Sekunden, wie viel bin ich im Plus? Boah, wie viel schaffe ich in der Minute? Hab gerade mal mit der Linie eingezeichnet, die wir ziehen könnten. Das habe ich aber tatsächlich schon vorhin mal gesagt, dass man das machen kann. Ich weiß, ich habe sie jetzt nur mal eingezeichnet. Wenn, dann würde ich sie tatsächlich anders legen, mit kürzerem Mauerweg. Frank? Ja? So, 20 Sekunden für einen Schuss. Ja? Reicht aber aus, ich produziere mir 33 Fabriken. Was willst du denn genau? Du hast 20 Fabriken eine Sekunde, also eine Sekunde sind 20 Fabriken, ne? Ja, ich habe aber 33 Stück stehen. Die produzieren jetzt Artillerie-Munition. 33 Fabriken. Ich denke mal, das wird reichen. Du machst also 1,6 Schuss die Sekunde. Ja, reicht doch. Warum meint ihr nicht? Ja. Jo, Martin, du hast doch in den Geschützen jeweils nur ein Magazin immer reingepackt, ne? Ich habe aufgesplittet, nicht vollgemacht. Das habe ich am Anfang gesagt, dass ich die nicht vollgepackt habe. Ich habe das genommen, was wir da oben noch hatten, und habe das almische Geschützen verteilt. So, die Geschützen sind jetzt überall Munition drin. Diese Geschütze sind aber nicht wiederum voll. Da sind 6 bis 7 Schuss drin. Ich möchte gerne mal wissen, was da hinten los ist. Ich laufe da einmal hin, um zu gucken, was da noch so steht. Von Viechern. Ich bin überlegen, ob ich da noch eine Reihe dran baue. Aber wir gucken mal, wie viel die produzieren erstmal. Wie ist es raus? Jo, ich bin für heute schon wieder raus. Ich will jetzt nicht schlafen gehen. Dann nächsten Freitag wieder ordentlich dabei sein. Ja, dann Freitag ist ja der 1. Januar, wegen da geht auch der Livestream wieder los, denke ich mal. Oder wir spielen so, das wissen wir noch nicht ganz genau. Auf jeden Fall, da machen wir unsere Aufnahme. Ob wir es live machen, wissen wir noch nicht. Ich gucke auch jetzt noch mein Nest an, die Schadensbegrenzung und ja. Oh, euch schon mal eine gute Nacht. Haut rein. Ja, schon mal gute Nacht. Bei mir lichtet sich langsam das Bild. Der erste Zug wird geladen, Frank. Guck mal, siehst du, was ich aufgedeckt habe? Ja. Da liegt überall noch Munition rum. Das nicht gerade wenig. Hast du auch Geschütze mit? Nee. Keine Eier. Ach nee, du hast ihm Geschütze nicht gefüttert bei der Eisenspalze, ne? Dann mach das nicht. Doch, ich habe die gefüttert. Na dann. Lauf mal durch, wenn du nichts mehr dabei hast. Wir wissen, was da wohl drin ist. Ich komm. Moment, ich habe hier ein Auto. Das sind ja nur noch Spucker. Also was man so sieht. Fahre, kannst du da durchfahren und ein F drücken? Nee. Schade, könntest du Munition einpacken und dein Auto voll füttern. Nee, ich wollte die Viecher aus dem Nest locken. Und Auto kaputt. Und auch. Aber da sind nur noch Spucker drin. Der Rest ist weg. Ja. Die können da aber ein Nest gründen, das ist jetzt blöde. Ja.
Aber liebe Freunde, wie es natürlich weitergeht, seht ihr dann in der nächsten Folge, ne, von Factorio Cityblock. Wenn es euch gefällt, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr euch kein Abonnent seid, könnt ihr gerne ein Abo da lassen. Bis dann. Ciao. Ciao. Euer Possi.